wir sind gerade im Immobilienbüro von Tekka. Den haben wir einen Besuch gestattet. Tekka will nämlich die Häuser in der Lausitzer Straße 10 und 11 an einen Investor verkaufen für ungefähr 20 Millionen Euro. Das bedeutet für uns, die da leben und arbeiten, dass wir da wahrscheinlich rausfliegen werden. Darauf haben wir keinen Bock. Dagegen wollen wir uns wehren. Wir haben ein Gespräch gehört auf dem Dachboden. Ja, da war ein Investor zusammen mit jemand von Ihnen. Das Gespräch ging ungefähr folgendermaßen. Der Investor hat gesagt, ich habe noch ein anderes Angebot im Wedding, aber this hier in Kreuzberg ist much more sexy. Dann hat er gesagt, er könne sich vorstellen, 7.500 Euro pro Quadratmeter zu realisieren. Als letztes hat er gefragt, den Kollegen von Herrn Tekka, wie lange sind denn die Mieter hier noch drin? Sind sie denn schon draußen? Der Mensch vom Tekka hat gesagt, kein Problem, die Mietverträge laufen nur noch bis Ende 2017. So, das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass sie bewusst die Verträge so abgeschlossen haben, dass sie alle gleichzeitig auslaufen und wir nächstes Jahr weg sein sollen. Das akzeptieren wir nicht. Naja, dann, also hier in Kreuzberg und Neukölln gibt es ja eine lange Geschichte von Protesten und Widerstand gegen Mieterhöhungen, Verdrängung und so weiter. Also das wird dann, glaube ich, etwas ungemütlicher für Herrn Tekka und sein Unternehmen. Also wir werden uns da was einfallen lassen.